Herzlich willkommen auf hiphop.de, mein Name ist Beez, wir sind hier in den Flow Studios in Berlin, ich habe die Broke Boys neben mir, einmal Greeny und Beats by A, wie geht's euch? Gut. Gut, wir haben gerade schon eine kleine Cook-Up-Session gemacht, auf jeden Fall nice, wie schnell da was zustande gekommen ist bei euch. Ihr seid aber auch schon lange ein Team, deswegen habe ich auch nichts anderes erwartet. Sollen wir vielleicht damit direkt mal anfangen, wie ihr beiden euch kennengelernt habt? Hui. Wenn ihr das nachverfolgen könnt. Doch, ist eigentlich relativ easy eigentlich. Ich kann ja mal erzählen, also... Ich habe damals halt mit ein paar Leuten Beats gemacht, unter anderem halt Sam Slam, AT Beats, dies, das. Und auf, dann ist man über Soundcloud auf einen Produzenten gestoßen, namens Beats by A. Und man guckt krasse Beats und auch sehr fortschrittlich für die Zeit. Es gab gar nicht so Leute, die Trap produziert haben. Mhm. Also wer ist das? So dann geguckt, auf Facebook und so geguckt. Und hat halt nur auf Englisch geschrieben, nur englische Antworten auf die Kommentare. Damals ist ja Facebook, man sieht ja, wer so kommentiert und halt alle, die kommentieren, man hat aus Chicago, englische Hood-Niggas und so, dies, das. Und dann dachte ich, okay, ein Ami-Produzent, haben halt auch geschrieben, yo, great beats und so, dies, das. Great. Bis dann einer von uns gemerkt hat, da steht, dass der aus Berlin kommt. Okay, krass. Wie? Und dann hat Sam sich mit ihm in Verbindung gesetzt und so, dies, das, und dann haben die sich getroffen und dann hatte ich Beats von ihm gepickt tatsächlich, schon Wochen oder Monate bevor wir uns getroffen haben. Dann haben wir uns allererste Mal gesehen, Warschauer Straße auf dieser Brücke, da war ich gerade am Flyer verteilen für ein Event. Geil. Drop or Die damals? Nee, oder? Nee, da gab es das noch nicht. Okay. Da gab es das noch nicht. Das war vor Drop or Die, das war so 2013, Ende 2013. Okay. Das war so für Hoodwitch damals. Ja, ja. Und also, hey, du bist Green, ne? Ich so, ja. Du weißt, wer ich bin, ne? Ich habe was für dich produziert. Und dann habe ich so geil, gedacht, so, okay. Okay, Leo ist es nicht. Sam ist es auch nicht. Ich selber bin es auch nicht. Okay, dann muss es ja wie 2A sein. Dann, ja. Ja, so. Ich war es. Er war es, Tatsache. Nice. Mit einem Bier in der Hand, Warschauer Straße auf dem Weg zum Party machen. Chillig. Ja. Ja, safe. Geil. Das Witzige ist, Leo, also 80 und Sam, haben mich beide, glaube ich, gleichzeitig unabhängig voneinander in derselben Zeit, genau. Ja. Und ich habe mich mit Leo und mit Sam auch unabhängig voneinander getroffen. Also ich wusste gar nicht, dass die zusammenhängen, sage ich mal. War dann auch irgendwann mal, als ich mich mit Leo verabredet, das erste Mal, als ich ihn getroffen habe, ich zu ihm nach Hause gefahren zum Beats machen. Ganz komisch. Ja, direkt. Ja, war irre, also hat sofort gefunkt, sage ich mal. Ja. Also kurz nach dem Treffen quasi auch erste Session direkt. Ja, gesagt, so, genau. Dann hat man immer so bei Leo auch, also bei AT in der Wohnung gechillt und da haben wir immer, da habe ich auch dann die alten, oha, die ganzen Hoodridge-Leute damals kennengelernt, also auch Said, Ufo, keine Ahnung, alle, die da noch so dazugehört haben. Ja. Und dadurch, ja, hat man dann halt auch immer Session gemacht und so. Ja, irgendwann habe ich mir auch ein Studio angelegt, dann haben wir da eigentlich immer Session machen und so. Und da ist dann auch die Idee ein bisschen entstanden, irgendwas so 808 Mafia-mäßiges zusammen zu machen, weil wir alle so gleiche Richtung, aber verschiedene Styles, bisschen alle hatten ihre Stärken und so. Und wir wollten auch einfach ein größeres Volumen an Produktionen dadurch machen können. Am Anfang war sogar ATB sogar dabei für ein paar Tage, was noch ganz am Anfang für ein paar Tage dabei. Ja. Und ja, basically so, dann haben wir eigentlich immer viel im Studioabgang gearbeitet, eigentlich seit Right Away. So. Haben auch an Greenies erstem Album gearbeitet. Ja. Da hat also auch ein bisschen der Grundgedanke angefangen, weil wir waren ganz viele Produzenten, die zusammengehangen, also so auf einem Fleck gehangen haben und haben alle an diesem Album gearbeitet. Und dann haben wir uns halt irgendwie gedacht, ja, wenn wir jetzt, also wir können jetzt natürlich bei jedem Song da drei Namen hinschreiben, die das oder produziert haben. Oder auskamüsern, wer welchen Sound wo gemacht hat. Weil jeder irgendwie seinen... Genau, so oder Input man schreibt hatte. Da jetzt einfach einen Namen hin, der für uns alle steht. So. Ja. Und es ist dann am Ende Broke Boys geworden, nach längerer Überlegung. Okay, ja, wie kam's zu dem Namen? Wir haben uns lustigerweise ganz... wir haben uns einfach in der Uni von Sam damals getroffen. In so einem Vorlesungsraum haben wir Mindmap gemacht. Und geil, okay. Irgendwie habe ich dann so Broke und Boys und irgendwas hingeschrieben. Das und waren unsere Gemeinden, also wir genau, haben unsere gemeinsamen Nenner gesucht. Genau, so. es gab noch so ein paar andere Namen, die sind Gott sei Dank nicht geworden. Ein Glück, ey. Und dann ist es halt Broke Boys geworden. So, es war halt eine Zeit, in der wir halt alle nicht so viel Geld hatten, sage ich mal. Also waren jetzt keine Penner oder so, aber man war jetzt nicht. Ja, finanziell war man nicht auf dem Level wie heute, sag ich mal.
Und wir sind Jungs. Und daraus ist dann Brookwurst entstanden. Ja, auch mit dem Gedanken, dass wir halt bis heute sagen so, okay, erstens, wir hatten so den Gedanken, dann vergisst man nicht, wo man herkommt, ein bisschen so dies, das, also so einer der Anfang so. Und Broke und Poor sind ja zwei verschiedene Sachen. Genau. Und wenn du broke bist, hast du Hunger und hustlest auch hart rein. Und wir wollten das einfach beibehalten und nicht faul werden oder lazy werden oder slow werden. Und dachte einfach, dass... Und wir fanden auch im Kontrast zu vielen Rap-Namen, Rap-Welt-Themen, Hip-Hop-Welt, die so auf über Diamond, Gold, Mold, dies, das machen, wobei die noch Dings in der Gosse sind, so, dachte ich einfach, ey, okay, real shit, no gimmicks, so... It is what it is, so. Okay. Und irgendwann können wir drauf zurückschauen und sagen, hey, guck mal, da hat's angefangen, so. Das heißt, dankbar sein für alles und auf jeden Fall den Hunger bewahren, so. Das ist auch geil. Und vor allem sitzen jetzt auch gerade, keine Ahnung, 5, 6 Jahre später hier und sagt, ey, Brookwurst ist immer noch Killer-Name und so. Ja, mittlerweile assoziiert man das überhaupt gar nicht mehr so mit dem, also für ich, mit der Bedeutung, so. Ich glaube, wenn Leute das Tag hören, also sehen die das auch nicht mehr mit der Bedeutung. Ja. Aber es ist ja geil, dass man trotzdem so ein Origin hat, dass man einfach weiß, wie es herkommt. Safe. Genau. Seitdem viel passiert auf jeden Fall. Was waren dann, du hast gerade schon gesagt, ihr habt mit Greenies ersten Album gearbeitet. Mhm. Das war dann quasi so erste gemeinsame Projekt. Das war, glaube ich, oder haben wir dieses... MMGT 1, doch. Das war das 2015, erste. Ne? Ja, da wo du auch bei Du weißt im Video bist. Bei ja, das ja, war voll. Das, aber das, ja, okay. Das war 2015. Danach haben wir dieses Kalusha-Ding auch gemacht. Da ist das Kalusha-Ding auch gemacht, genau. Auch dann direkt danach. Und dann auch schon die ersten Sachen für Dings... Für Ufo und so haben wir auch dann die ersten Sachen gemacht, dann Ende 2015, Anfang 2016. Genau. Genau. Nice. Ja. Ja, Mann, ihr habt auf jeden Fall, also ich meine, ich kenne euch Jungs schon ein bisschen länger durchs Auflegen und durch Trap or Die und so. Vielen Dank für die Bookings. durch euch auf jeden Fall gerne. Nice Clubs, nice Städte auch kennengelernt. Ich weiß noch, ihr habt mich, glaube ich, irgendwann, da habe ich gerade angefangen aufzulegen, Alter, da habt ihr mich schon nach Hamburg einmal eingeladen, wo ich Übung gefährlich gespielt habe. Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich. Ich glaube, es war crazy auf jeden Fall. Sick, ne? Das war ganz krass, ja. Das war auf jeden Fall. Und vor allen Dingen war da, das ist halt auch das Thema, wo ich gerne mit euch drüber quatsche, weil auch so die ersten Anfänge von Trap or Die und so, da war Trap safe noch nicht da, wo es jetzt ist. So. Es war einfach, also oh, klar, man hat die Leute, die es auf dem Schirm hatten, hatten es auf dem Schirm, aber es war halt eine sehr, sehr kleine Sparte von Leuten, die sich dafür schon interessiert hat. So. Ja, woher kam das bei euch? Also woher ist so der Einfluss, dass ihr sagt, okay, ey, dieses Trap-Ding ist unseres? So. Auch wenn euer Sound ja sich auch jetzt sehr divers entwickelt hat so, und du hast ja auch manchmal mit deinen softeren Sachen, aber wenn ich so an Brookboys denke, denke ich halt an Hard Beats und dann an Trap-Shit auf jeden Fall. Boah, woher das kommt? Ne? Also in meinem Fall, also ne, ich habe die Jungs ja ein bisschen später kennengelernt. Ich mache schon ein bisschen länger Beats, als es Brookboys gibt. Ne? Wenn Greeny schon gesagt hat, so ey, das sind krasse Sachen und so, dann deswegen, war der ja schon vorher also, da. So, in meinem Fall war das einfach, ich habe ganz früh irgendwie angefangen, ich weiß gar nicht, wie ich bin irgendwie auf Gucci Mane gekommen, 2008 oder so. Ja. Diese Gucci Mane, OJ the Juice Man, so eine Geschichten. Und das habe ich voll gefeiert. Ich weiß auch überhaupt nicht, war, glaube ich, in irgendwelchen Hip-Hop-Foren damals unterwegs, habe mir den crazysten Untergrund-Scheiß reingezogen und so. Auf irgendeinem Mixtape war mal ein Gucci Mane-Song und da bin ich, genau, richtig. Da bin ich irgendwie drauf gestoßen. Und es hat mich irgendwie so geflasht, dass ich dann irgendwann, jetzt nicht 2008, aber da hat es angefangen, dass ich mich voll damit auseinandergesetzt habe. Und irgendwann, so ich glaube so 2010 oder 11, habe ich dann angefangen, Beats zu machen. Und dann, als Waka Flockers Album rauskam, dieses Dings Flacke Valley, da war es vorbei für mich. Da wusste ich auf jeden Fall, ey, das muss ich einfach durchziehen. Das ist zu krass, es war zu heftig. Es war komplett neuer Sound, hatte man vorher noch nicht gehört. Und ja, genau. Und dann kamen auch irgendwann diese ganzen Chief Keef Sachen und so. Und die haben mich auch nochmal richtig geprägt. Da habe ich dann auch angefangen, mit Leuten in Chicago zu connecten übers Internet. Und dann irgendwann haben wir uns kennengelernt. Ja, das ist so ein bisschen der Rundown bei mir. Ja, bei mir eigentlich auch durch, ich kann sogar sagen, glaube ich, durch LimeWire und so. Mhm. Man hat einfach so coole Hip-Hop-Songs gesucht und ich bin dann halt auf diese Snap-Music hängen geblieben. D4L oder Young Jock oder whatever, was in die Richtung ging. Boah, früher, wie hieß es nochmal, dieses Block Boys oder nee. Den Franchise Boys? Nee, dieses, wo Gorilla Zoe auch drin war und Jody Breeze und so. Und Jeezy war ja auch drin und so. Ich weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall, ich war schon so dann im Süden soundtechnisch unterwegs, soundmäßig, und dann habe ich so diese ganzen Dings mitgenommen, Entwicklung dahin so. Und ich habe sowieso immer
gerne das produziert, was ich auch gehört habe. Ja. Und gar nicht drauf geachtet, was hier so lief. Ja. Auch gar kein Deutschrap gehört. Und deswegen war man dann einfach auf einer Wellenlänge, als man sich auch kennengelernt hat, wo halt viele gar nicht so den Sound kannten oder nichts damit anfangen konnten. Auch, genau. Sondern so, ja, ach, das ist die Musik, wie das. Selbst als dann, genau, dann kam Flocker Valley, das war auch für mich so ein Schlüsselmoment auf jeden Fall. Aber später, wo wir auch schon zusammengearbeitet haben, oder lange noch davor, genau, wo halt Waka am Start war, wo ich noch bei Ambition war, mit Sonus und dieser Morten und AT Beats auch, waren wir so ein Kollektiv auch damals so. Hab ich ihnen auch Trap-Sachen gezeigt und so. Und damals war das ja noch so gar nicht so ein Wort, dieses Trap-Map. Es kam ja dann erst irgendwann, dass es sich so definiert hat und so. Und ich weiß, dass ich Leute halt introduced habe zu dem Sound. Und oftmals waren Leute so, ah, okay, das ist wie BMF von Rick Ross. Ja, genau das, okay, so diese Musik, weißt du. Und das war, glaube ich, auch so im Club, waren Waka und Rick Ross und so die ersten, die so liefen. So. Ja, es waren halt so die ersten, die so Lex Luger Beats hatten. Genau, genau, genau. Und dann ging es voll ab in die Richtung. So. Film. Crazy. Du hast gerade schon ein nice Thema angesprochen, weil das ist auch so das Ding, was ich bei euch immer verfolge. So, du hast gerade gesagt, so, ey, wir haben wenig drauf geachtet, was gerade so draußen ist, sondern so Shit gemacht. So. Ihr habt eben schon mal angesprochen, so Zusammenarbeit mit UFO dann quasi auch. So, ihr wart ja an den ersten drei Mixtapes quasi so. Ja, wart ihr mit am Start, sowohl als Produzenten als auch teilweise, glaube ich, auch ein bisschen Writing-mäßig am Start? Ja, also Writing auch eher weniger, so hier und da natürlich, man hat überall seinen Einfluss mit reingebracht, aber Writing hat ja schon eher selbstständig gemacht, aber wenn irgendwelche, wenn man im Studio ist zusammen, dann lässt man natürlich was einfließen, ja, hier, was da, was dies da. Ja, so wie die Sessions auch vorher bei Broke Boys und so, die jeder bringt seine Genau, ja, genau, genau. So nice. Ja, safe. Wie war so die Phase für euch, wo ihr dann gemerkt habt, okay, das kommt langsam jetzt auch einfach so, so der deutsche Markt checkt es auf jeden Fall ein bisschen, so, weil die Dinge haben ja mies Eindruck hinterlassen auf jeden Fall. Es war krass, für mich war es auch irre, weil es war, also ich bin ein Berliner, war der allererste Song, den ich mit UFO gemacht habe. Ah, okay, crazy. Ja, ja. Und wir kannten uns auch nicht so gut und ich glaube, UFO wusste auch zu dem Zeitpunkt nicht, dass es ein Beat ist, in dem ich meine Finger drin hatte. Okay. Deswegen, also ich glaube, auf dem ersten Projekt war auch Ich bin ein Berliner und der Remix der einzige Beat, den ich irgendwie persönlich als Broke Boy drauf hatte. Den Rest hatten damals Sam und Greeny gemacht. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Zeit. Also es war das erste Mal, dass man so gemerkt hat, da findet jetzt ein richtig harter Umschwung statt in Deutschland. Und ich habe mich vorher nie so wirklich befasst mit Deutschrap, bis ich dann halt angefangen habe, irgendwie deutsche Rapper kennenzulernen, halt durch Partys und auch, ne, durch das ganze Umfeld hier in Berlin. Und man hat ja auch schon vorher Leuten seine Beats gezeigt und es war das erste Mal, dass jemand von außerhalb, also nicht von unserem, so sag ich mal, ganz engen Circle, diese Beats verstanden hat, sag ich mal. Und es war schon krass. Und dass Leute das dann auch gefeiert haben. Ja, ja, ich fand es auch bemerkenswert, dass damals viel auf einmal um die Beats ging. Ja, genau. Ist ja vorher nie so, außer vielleicht bei Figo Brazlevic und der ganzen Eva und so Ecke damals, wo Sio oder Chata und so, die haben ja diese krass Lo-Fi-Type Figo-Beats gehabt. Da ging es auch um die Beats, weil es was ganz anderes war. Ja. Als wir dann kamen mit den Beats und dem Sounds um die Ecke, ging es auch dann wieder plötzlich auch viel um die Beats. Ja. So, und um Produzenten, was vorher nicht so ein Gespräch war, glaube ich, in Deutschland. Genau. So, und ja, das war, hat uns auf jeden Fall stolz gemacht. Aber ich muss ehrlich sagen, in der Zeit haben wir es gar nicht so wahrgenommen, wie viel wir eigentlich sozusagen ausgelöst haben oder was es alles für Wellen schlägt, sondern wir haben halt unseren Shit gemacht, gearbeitet, wir haben super viel gearbeitet. So. Seit wann hat er bis heute auch nicht aufgehört? Ja, genau. Ich kann euch nicht anders hören. Nicht so wirklich wahrgenommen, was wir so gemacht haben und was wir auch für andere Leute dann so darstellen, bis vor ein paar Jahren vielleicht oder bis vor, weißt du, dann haben wir erst langsam gemerkt, okay, Leute sehen das als den Startschuss von Trap irgendwo in Deutschland, von dem Sound in Deutschland. Dann halt auch mit Trap or Die und so, dass Leute dann wirklich diese Ecke dann so sehen und sich denken, boah, voll vieles kommt aus dieser Ecke, was halt das Land so kulturmäßig ein bisschen so in diese Richtung gedrückt hat. Das war uns gar nicht klar, wie man einfach machen würde. Weißt du? Safe. Ich finde auch, so Sachen merkt man auch immer erst, also zum Beispiel diesen Trap or Die Impact habe ich auch erst später realisiert, wenn man so darauf zurückguckt. So, also man, für euch ist ja auch so, ey, ihr habt jedes Wochenende einfach Partys geschmissen, so, aber im Endeffekt so sind Leute auf die Partys gekommen und haben dann erstmal verstanden, okay, ey, ich gehe zu Hause hin und ziehe mir halt auch einfach mal die Trap or Die Playlist rein oder was auch immer und höre die Mixtapes und
sind dann irgendwann auf dem Film und kommen auf eine Party und wissen genau so, wann die abgehen wollen. Und so. Genau sowas. Oder halt auch, du merkst das dann so an so Schlüsselmomenten, zum Beispiel, als wir auf dem Splash waren, das erste Mal, und da war halt so ein Girl in der ersten Reihe, die uns halt immer hinterhergereist ist. Krass. Dann ist uns aufgefallen, ey, irgendwie, die ist immer da. Aus welcher Stadt ist die eigentlich? Dann haben wir sie gefragt und ja, die war schon bei jeder Shop oder in jeder Stadt. So eine Sache, weißt du? Dann denkt man sich so, Alter, was? Leute reisen der Party hinterher? Dann hat man langsam so gecheckt, so, okay, hier ist schon ein bisschen mehr als nur eine Party oder nur irgendwelche Beats oder so. Und das ist für mich auch teilweise dann der Grund, warum ich das mache. Nicht jetzt irgendwie so Geld oder dies, das. Solche Momente zu wissen, okay, man hat wirklich Leute berührt irgendwie und was irgendwie verändert, so permanent. Heißt jetzt nicht, dass Rapper hier irgendwelche Beats for free kriegen. Na, definitiv nicht. Nee, das Business läuft, aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Also, gerade bei Trap or Die ist aber auch einfach, also als ich das erste Mal auf einer Trap or Die war, ich glaube, es war sogar dann in Köln, ich hab's gar nicht gecheckt. Weil es halt so, es war so ein komplett anderer Film. Also ich bin 3 Wochen danach so rumgelaufen, hab jedem erzählt, so, ey Digga, ich war auf einer Party, so, da wurde mit Geld geschmissen mäßig. So. Da lief der heißeste Trap-Shit und alle haben mit Geld geschmissen und überall waren Gucci-Dollar auf dem Boden und es war halt Film, so, es ist heute auch immer noch Film. Also immer wenn ich da bin, ist es einfach crazy. Ja. Wie war da so? Wie habt ihr da euch zu entschieden, dass wir es einfach machen? Weil zum Beispiel, du bist ja auch DJ noch nebenbei. Ja. So, Greeny hat den Host auf jeden Fall da gemacht. Ja, hat das Ganze auch immer so mit seinem Gesicht repräsentiert so und die Leute haben sich auch immer sehr gefreut, wenn du da am Start bist. Ja, safe. Die Ada ist auf jeden Fall auch noch da. Shoutout an Ayo. Ayo, Shoutout Igor. Shoutout Igor auf jeden Fall. Ja, Mann, wie kam dieses Trap or Die Ding? Also das war 2015, Ende 2015 und wir hatten schon öfter drüber geredet, vielleicht eine Party zu machen, dies, das, anderes. Und als dann, Gucci Mane war noch im Knast zu der Zeit. Und dann kam langsam, aber sicher, ging es auf den 17.10. zu. Und das ist ja 1017 Day, Gucci Mane Day, Brick Squad Day, whatever. Und man kannte, also Connections zu so einem kleinen Club in Berlin. Dachte, ey, warum nicht einfach mal jetzt los eine Party machen. So, am Anfang habe ich mich halt um die Orga gekümmert. Später haben wir eine Teamsache draus gemacht, die Aufgaben so aufgeteilt. Und haben einfach... genau, Ende 2015 Oktober losgelegt mit der ersten Party, Free Gucci Mane. Es gab halt aber auch noch keine Party, die diesen Sound gespielt hat. Muss man dazu sagen. Ja. Das ist halt das Ding. Und wir haben es aber halt gemacht, weil wir uns so eine Party gewünscht haben. Und weil wir zu der Musik gern feiern wollen würden. Weil das für uns okay. Weil, du weißt ja selber, wie das war. Man ist in den Club gegangen, How We Do kommt. Dann das, in der Club. Oder Fat Man Scoop, Crook and Clean, alle Clubs, ne? Ja. Und dann so Black Music Club, einfach der Begriff so. Hä, was spielt ihr jetzt? Reggae, Soul, Jazz, Hip-Hop, keine Ahnung. Und es war uns einfach alles nix. Plus, man hatte auch noch kein Standing und so, man ist oftmals auch gar nicht reingekommen. Ehrlich so. Über Connections ab und zu, aber oftmals auch nicht. Wir machen unser eigenes Ding einfach. Und dann waren bei der ersten Party wirklich schon so 100 Leute. Und dann so, was ist gerade passiert? Und bestimmt auch schon direkt miese Energy, ne? Weil brutale Energy. Ja. Aber auch so viel mehr Leute, als wir gedacht hätten. Ja. Und dann hat man direkt Bock gehabt aufs nächste Mal. Erstmal haben wir monatlich gemacht. Und es wurde immer größer, immer größer. Innerhalb von 3-4 Mal waren wir schon in St. Georg dann. Dann haben wir in St. Georg 600-700 Leute durch St. Georg gejagt. Mit 1,5 Stunden Wartezeit und so. Ja, Einlassstopp alles. Einlassstopp mehrfach. Das hat ja von der Decke getropft, kondensierter Schweiß. Ja. Ekelhaft. Kondensierter, verdampft. Bam, ekelhaft. Die heiße Luft. Und danach... Ich kenne die Bilder noch. Dann fester Kreuzberg. In der Zwischenzeit haben wir halt alle Städte in Angriff genommen. Halt Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Leipzig, Essen, Köln, München. Frankfurt, ja genau. Genau und aber das war auch so, das war so, wo ich dachte, okay, wir machen gerade was, wie er meinte, nicht gemacht wird. Ja. Wenn wir jetzt schnell genug sind, können wir es überall machen. Ja. Und also da überall angerufen, ich weiß noch, viele Clubs waren so, Trap? Ja, wir haben doch schon eine. Genau, wir haben doch so hier EDM-Partys so. Ja, genau, das war nämlich auch so eine riesen, das war so ein komisches Missverständnis, was man mit ihm hatte. Also, wenn mich jemand gefragt hat, was ich für Musik mache, so jemand in meinem Alter, und ich Trap gesagt habe, alle so gedacht, ich mache so Harlem-Shake-Musik. Ja. Genau. Yeah, boah, das war ja das Allerschlimmste. Ich finde, das passiert auch gerade mit Drill. Also, ne, alle sagen jetzt, sie machen Drill.
die machen UK-Drill, das ist nochmal ein bisschen was anderes. So eigentlich Drill, das Wort kommt aus Chicago. Das ist eigentlich so die Musik, die Chief Keef damals gemacht hat und alle Leute da drumherum. Und genau das ist damals mit Trap passiert, deswegen habe ich es immer so angekotzt, dass immer alle, also nicht angekotzt, weil ich habe nichts gegen die Musik, aber einfach, dass man sich dann immer noch so erklären musste. Und wie ich schon meinte, so wenn man eine Party irgendwie verkaufen wollte an irgendeinem Club, oder nicht verkaufen, aber so sich Dates klären will und dann auf einmal irgendwie erklären muss, was man da eigentlich für Musik macht und dass eigentlich die Musik, die eine andere ist. Genau. Das ist gar nicht die Musik, wie man. Aber das ist. Und deswegen heißt die Party auch übrigens Trap or Die. Ja. Ne? Trap oder Stirb war unser Gedanke so. Ja. So, es hat nichts mit Jeezy zu tun, weil Jeezy hat ja auch diese Alben Trap or Die. Es hat nichts damit zu tun. So. Ja, dann haben wir es halt gespreadet und dann haben wir es halt in dieser Stadt gemacht. Es ist halt auch schwierig, irgendwie jemandem was zu erklären, was es noch nicht gibt. Ja, genau. Das was also es in deren Kopf noch nicht gibt. Wir wollen hier eigentlich auch kein, viele wollten keine Hip-Hop-Events. Genau. Wir sind gar nicht das typische Hip-Hop-Events. Unsere Crowd ist, die Partys sind zwar wild, aber alle sind voll friedlich und du hast ja selber gesehen, so bunt gemischte Crowd, du hattest so eine Charaktere, so mehr Straße, mehr Hipster, mehr dies, das, mehr Szene. Ja. Rapper waren auch oft zu Gast, eigentlich in jeder Stadt. Und ich glaube, die Leute, bevor die es gesehen haben, wie du halt als erstmal in Köln warst, konnten sich gar nicht vorstellen, was wir meinen, das ist komplett was anderes. Ja. Hat was von einem Rave, aber ist trotzdem sehr Hip-Hop so, weil diese Momente sind auch sehr Hip-Hop und so. Und dann immer nachdem wir... was denn? Ist gerade ein Igor's Hip-Hop-Moment. Naja, auf jeden Fall, immer wenn wir dann eine Party gemacht haben, haben die Veranstalter die Clubs gecheckt. Ah, okay. Und es war auch immer sofort sehr gut besucht. Ja. Das heißt, die waren immer sehr happy dann. Ja. Und ja... Und dann waren wir halt in den ganzen Cities. Ja. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ja. Wird auch bald wieder Bock machen. Wird auch bald wieder. Wir haben eben schon drüber geredet, aber es wird wieder kommen. Okay. Ja, ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, man, die Seite wäre nicht nur mit Trap or Die quasi so als Vorreiter dann in Sachen Trap irgendwie durch Deutschland gereist, wie du gerade schon gesagt hast, und hab da mehrere Städte in Angriff genommen und das Ding einfach so in die Köpfe der Leute gepflanzt, sondern ich finde auch, wenn man rückblickend guckt, wir haben da eben drüber geredet, 2015 ist quasi, man nennt mich Green Tortellini 1 entstanden. Das war halt auch schon Trap einfach, ne? Safe, ja. Und das ist jetzt mittlerweile 7 Jahre her, so. Also das war halt so ein Ding, wo, das hat, wie war da so die Reaktion so darauf? Oder wie war so das ganze Ding für dich? Oder rückblickend jetzt, wenn du jetzt die Entwicklung siehst und siehst, okay, Trap ist in Deutschland auf einmal, oder allgemein ist Trap ja überall so. Ja. Und jeder claimt jetzt, dass er Trap macht quasi. Aber wie siehst du das so, dass du sagst, ey, okay, und wo wart ihr 2015 so? Ja. Also, wie gesagt, wir haben unser Ding gemacht, wir wussten gar nicht so. Ja. Dann natürlich, wenn man was rausbringt, beschäftigst du dich ein bisschen damit, was die anderen machen. Dann habe ich auch so ein Statement mal gemacht, so auf Facebook. Und das ist halt auch so geil, so rückblickend, auf wo man unterwegs war. So. Ja, normal. Oder wir haben auch diese Veranstaltungen. Du hast so auf Veranstaltungszusagen geguckt. So. Ja, okay, wird voll. Heutzutage eine Insta-Story. So. Ist so, ne? Na, auf jeden Fall habe ich dann so gepostet, ja, Deutschlands erstes Trap-Album, ist das. Und dann hatte ich erstmal so Shitstorm von diesen ganzen Moneyboy-Fans damals. Mhm. Ich wollte auch gar nicht Moneyboy attacken oder so, aber wir dachten, also jetzt mittlerweile habe ich auch schon mit ihm darüber gesprochen. Seid ihr auch cool miteinander? Wir sind auch cool miteinander, alles cool. Aber ich dachte damals zu der Zeit, dass es halt Meme, also damals war das Wort Meme ja noch gar nicht, aber das ist ja genau so, halt so, ne? Mhm. Und deswegen waren wir der Meinung, okay, das ist das erste ernste Musik. Peace, so, weißt du? Und dann gab es Diskussionen und so. Und also ja, viele meinten halt, ja, das wird in Deutschland nie ankommen. Niemals. Und das ist viel zu ignorant für Deutschland, weil Deutschland ist das Land der Dichter und Denker. Und das wird hier nicht ankommen. Und höchstens, wenn man besoffen ist, kann man das feiern. Und ganz ehrlich, die Amis, die sind ja auch um einiges dümmer. Deswegen können die sowas hören. Bei uns wird es immer um die Message gehen, um die Lyrics gehen. Ja, ist auf jeden Fall witzig, wie sich das alles entwickelt hat und die ganzen Predictions auf jeden Fall. Aber es ist insofern immer schon klar gewesen, weil, also in Deutschland war Elektro riesengroß, ist immer noch riesengroß. Und weltweit Hausmusik, elektronische Musik, riesengroß. Und vor allem die Ursprungs-Trap-Beats teilen sich eine BPM-Range mit Techno und Elektro und dieses 128, 130, so die Richtung. Das ist ja auch ein Trap-Beat so. Und das ist tanzbar. Es braucht nicht unbedingt einen schlauen Text, aber du kannst es im Club spielen, du kannst es zu Hause sein. Wie halt Elektro oder wie halt so, kannst du im Auto pumpen, kannst du im Club. Und dann war mir einfach klar, es wird irgendwann in die Richtung gehen. Außerdem ist es ein USA-Big.
So rückblickend kann man auf jeden Fall sagen, haben wir gut predicted. So. Ja. Wer es claimt und wer nicht, ja, ist eigentlich egal. So. Im Endeffekt ist es, war mir vielleicht früher wichtig, irgendwie in vielen Sachen, ja, der Erste, wir sind die Ersten, dies, das. Und mittlerweile ist es drauf geschissen. Und ich weiß auch selber, jetzt guck mal, wie Leute sich drüber streiten, ja, wegen Drill oder sowas. Das ist ja, ich wollte gerade sagen, so, es gibt ja, ja genau, dieses Drill-Thema ist jetzt auch so, wer hat es jetzt zuerst gemacht? Aber viele haben es jetzt seit Popsmoke auf dem Schirm, so, aber es ist halt, wie du gerade sagst, Chief Keef. Wie gesagt, und auch diese Chief Keef und diese UK-Drill-Beats sind auch irgendwo, wenn man, also, ich habe mich halt so extrem damit beschäftigt, dass ich einfach die Resemblance, also so diese Schnittstelle zu einem bestimmten Chicago Drill Producer sehe, zwischen diesen ganzen UK Drill Beats und DJ L. Der hat damals schon diese reingemacht in seine Beats und hat so diesen Rhythmus schon irgendwie vorgegeben. Ja. Und das ist alles irgendwie daraus entstanden. Also kann keiner irgendwie 2020 oder 2019, oder ich weiß nicht wann, Pops ja angefangen hat. Ja. Genau. Also Pop Smoke war safe nicht der Erste, der diesen Drill irgendwie in den USA groß gemacht hat. Aber ist auch scheißegal, weil er ist einer der größten Künstler, der das irgendwie repräsentiert. Und da, also das hat er auch gut gemacht, so. Ja. Keine Frage. Ja, so dementsprechend, wir haben uns früher auf jeden Fall darauf eingekeult, dass wir die Ersten waren. Aber mittlerweile... Scheiße, wir sind einfach froh, was wir haben. Ja, genau, im Endeffekt ist es doch so geil für euch zu sehen, okay, das ist wir vor langer Zeit. Früher hatte man auch einfach einen größeren Geltungsdrang, weil halt so viele gesagt haben, nee, das wird nie funktionieren und bla bla bla. Ja, man wollte es beweisen. Genau, und man hat es ja auch bewiesen. Genau, jetzt bewiesen. Klar, genau, genau. Und jetzt eigentlich sogar geil, die ganzen New Wave Kids und die ganzen neue Generation an Deutschrap, die da ist, die eh diesen Sound feiert und fühlt, die dann, wenn man die trifft, sagen, ey, früher, wir haben auch euren Schick gepumpt, so, das ist immer geil. Ja, Killer. Ja. Nice. Du bist ja nicht nur Rapper quasi, sondern wir haben ja eben schon drüber geredet, du hast ja bei vielen Projekten mitproduziert und so. Wie weit schaffst du das gerade noch so? Bist du immer noch aktiv mit am Produzieren? Bei deinem Shit, dass du, also die Sachen, die du rausbringst, bist du auch immer noch. Ich meine, ich mache so viel ich kann und zurzeit natürlich, also die bleibt hier und da ein bisschen auf der Strecke so. Bei Gott sei Dank sind wir zwei. So, und der Alex ist dafür auch umso mehr in Sessions beteiligt und macht Sachen und so. Jetzt zum Beispiel mit den Goons und so. Beim ersten Tape war ich eigentlich nicht, glaube ich, nicht einmal sogar im Studio mit denen so. Aber jetzt beim zweiten bin ich zum Beispiel schon am Start. So. Machen alles so im Team, sage ich mal, so gut es geht. Und Gott sei Dank habe ich auch einen Partner, der versteht, wenn ich sage, ey Bro, ich mache gerade das, ich kann gerade jetzt nicht so viel Sessions machen. Das haben wir eben, habe ich auch eben in der Session gemerkt, so irgendwie habe ich auch gesagt, so Alex macht irgendwas, du bist schon an den Keys so und du sagst irgendwas, Digga, ich verstehe gar nicht, was du von, also so, ich weiß gar nicht, was du von mir willst und Alex so, okay, Killer, mach ich, zack, und das Ding ist drin, so, Mann. Da merkt man auf jeden Fall, dass das eingespielt. Ja, der Dream Team. Schon lange dann gemacht, ja. Aktuelles Projekt oder erstmal auch Glückwunsch, Platz 21. Dankeschön. Chartplatzierung mit den 6-5 Goons, liebe Grüße auch. Youngins aus Berlin. Das Ding ist auch immer, was ich immer merke, so wenn irgendwelche Youngins in Berlin poppen, so, dann haben die auf jeden Fall irgendwie mal mit Broke Boys so wenigstens mal gechillt. Wenigstens mal in der Session. So. Ja, was danach dann passiert, ist immer so was anderes, aber ihr seid, glaube ich, so schon die Jungs, die so am meisten den Blick auf der Straße haben und wissen, okay, da ist jemand, der könnte poppen. So. Ja, ja. Ja. Woher kommt das? Wie kriegt ihr das hin? Oh. Schwierig. Oder sind das lustige Zufälle auch teilweise? Das sind so, irgendwo Zufälle, aber eigentlich sind auch die meisten Kids, die jetzt poppen, irgendwann mal auf Trap or Die gewesen. Das ist echt so. Ja. Das ist echt so. Da hast du 100% recht. Die sind einfach mal Trap or Die Gäste gewesen. Ja. So, wir machen jetzt halt Mucke, drehen durch und dann halt auf einmal Millionen von Klicks. Was ist genau. Heftig. Voll. Oder die haben halt früher unseren Shit gepumpt. Genau. So, spätestens die Sachen, die wir mit UFO gemacht haben, hat fast jeder gepumpt. So. Und also, vor allem der Trap macht, der in Berlin. Genau. Ja. Und man muss auch sagen, wir haben ja so unsere Schwierigkeiten, vieles zu feiern, was stattfindet in Deutschrap. Aber wie gesagt, diese New Wave, umso geiler. Die feiern wir umso mehr. Und deswegen, glaube ich, achten wir auch mehr auf die oder checken mehr so auch Künstler, die 7000 Follower haben, 5000 Follower, juckt eigentlich. Gucken immer, also wir hören immer auf den Sound. Und daher kommt das, glaube ich, dass wir eher so im Untergrund schauen, was geht ab und so. Weil meistens, was es in die sozusagen Top-Charts geschafft hat, ist meistens eh nicht so, was wir feiern, so vom Sound her. So, ne? Und das könnte vielleicht ein Grund sein dafür. Cool. Ja.
Crazy. Habt ihr da noch so ein, zwei, also ich meine, mir fallen jetzt gerade wenige Leute ein, mit denen ihr, nicht, wie gesagt, nicht irgendwie schon mal zusammengearbeitet habt. Aber ihr habt ja auch so ein kleines Team, mit dem ihr öfter irgendwie so zusammenarbeitet. Seht zum Beispiel, dass ihr viel mit Mozart macht, mhm. Da ist ja auch auf vielen Sachen bei dir drauf. Ja. Kid Infinity, Sierra bist du auch viel am Start. Ja, so, gibt noch auch wenn Sierra jetzt schon mal in New Wave ist, so, aber er ist auch safe einer der Leader in dieser ganzen Sache. Ja, also ich würde auch sagen, genau, er ist auch einer, der so von einem gewissen Standing schon runterguckt und da auch immer ein gutes Auge drauf hat, wer so als nächstes kommt. Ja, ja. Einer der Speerspitzen. Man vergisst ja auch oft, wie jung er ist. Ne? Er hat ja schon früh großen Erfolg gehabt, ja. Schon lange auf der Bildfläche. Der ist halt auch ein bisschen älter als manche New Wave Kids, aber eigentlich auch so altersmäßig in der Gruppe von denen. Ja. Deswegen finde ich Esser auch safe einen dieser Speerspitzen dieser safe. New Wave Generation. Ja. Der Kid. Ja, und sonst gibt es unzählige. Es gibt wirklich unzählige in deiner, also ob es jetzt in NRW ist, in Berlin, in Hamburg, egal, jede größere Stadt, auch kleinere Ortschaften, kommen einfach dope Leute. Kennst du bestimmt auch Brown Eyes White Boy. Mhm. Super dope, auch super weit voraus, soundtechnisch. Jason, shoutout Jason, ist auch einer unserer Youngins, auch super fresher Künstler. Weiß nicht, gibt keine Ahnung. So viele kann man gar nicht aufzählen. Aber wenn dich oder euch generell das Thema interessiert, kann ich euch empfehlen, zieht euch mal Neue Deutsche Wave rein. Die Neue Deutsche Wave, ja. Seite auf Instagram. Und die Playlist. Und die Playlist auf Spotify. Das von euch kuratiert quasi. So, oder aus einem Team von Leuten, denen ihr vertraut. Genau, genau. Und da findet man auf jeden Fall so alles, was in der New Wave-Szene Rang und Namen hat. Ja. So. Ja. Yes. Deswegen, da sind dann. Fühlt euch alle geschaut hiermit. Ohne, dass wir jetzt hier ein 10-minütiges Name-Dropping machen. Ja, die genau. Leute wissen wahrscheinlich Bescheid. Was, wenn wir jetzt gerade darüber geredet haben, dass sich halt Trap so weiterentwickelt hat, beziehungsweise einfach jetzt so am Start ist, wie seht ihr auch dieses Thema mit Producern, dass jetzt gefühlt jeder natürlich auch irgendwie Beats macht, dass alles so am Start ist und wie hat sich so die Arbeit von Producern irgendwie weiterentwickelt und oder wie hat die sich verändert? Merkst du das zum Beispiel, wenn du irgendwie mit Leuten zusammenarbeitest? Also, dass es irgendwie nochmal so andere Schule ist vielleicht auch irgendwie, dass sich da was verändert? Schon, definitiv, da hat sich viel verändert. Also es ist auf jeden Fall alles viel zugänglicher geworden und also du kannst mit vielen wenigen Mitteln Beats machen. So, das konntest du früher nicht so in dem Maße. Zum Beispiel kannst du dir Sample Packs heutzutage runterladen, sei es über Splice oder über irgendwelche Anbieter auf, keine Ahnung, es gibt ja so viele Produzenten, die irgendwelche Samples hochladen. Das gab es zum Beispiel damals nicht. Also, oder das gab es schon, aber das wurde nicht so gemacht. Oder es gab auch nicht so geile Samples. Film, da wirklich ranzukommen. So. Genau, richtig. Ja. Und früher hat man halt, wenn man ein Beat gemacht hat, hat man die Melodien gemacht, die Drums, alles selbst gemacht. So. Oder man hat halt wirklich. Unser früher ist dann. Unser früher, genau. Oder man hat halt wirklich ein Sample von einem echten Song. Ganz früher hat man ein Sample von einem echten Song. Also Premier-mäßig so. Ja, nee, aber also. Ich weiß, was du meinst. Ja, das auch mal so, gemacht. Genau, klar. Aber jetzt gibt's halt wirklich Leute, die haben sich spezialisiert darauf, Melodien zu machen und die an andere Produzenten zu schicken. Und die meisten, oder nicht die meisten, aber viele Produzenten machen dann in der Regel einfach nur noch die Drums und die 808 und das war's. Was nicht verwerflich ist, aber das führt halt dazu, dass halt der Zeitaufwand viel geringer ist. Das heißt, die Leute haben viel größeren Output. Und wenn man in eine Session geht, sagen auch ganz viele, hast du Samples? Zeig doch mal ein paar Samples erstmal. Und dann suchen wir ein Sample aus und machen daraus ein Beat. So. Und ich kenne das persönlich gar nicht so. Also ich mache auch, wenn ich in eine Session gehe, immer die Melodie. Also ich habe gar keine Samples. Ich sage einfach, ey, was feiert ihr gerade? Oder lass mal was hören, lass mal ein bisschen gucken, wo wir eine Schnittstelle finden. Und darauf baut man dann, anstatt dass man sich jetzt erstmal irgendwelche Samples durchklickt und daraus dann ein Beat macht. So. Also das hat sich schon krass geändert, so dass es jetzt einfach Produzenten gibt, die machen nur Samples und es gibt Produzenten, die machen nur Drums oder, ja, genau. Also dass es sich so gesplittet hat. Das ist so crazy, ne? Das finde ich auch so crazy, weil als Produzent wirst du eh schon... Ich bin richtig gut in Samples, aber Drums kann ich nicht so. Ja, das ist ganz eigenartig. Für uns ist, glaube ich, die Vorstellung, dass es Produzenten gibt, die sagen, die können keine Drums machen, ist schon ein bisschen crazy. Oder andersrum halt. Oder andersrum, ja. Das finde ich auch irgendwie sehr irre. Also nicht sehr irre, aber das finde ich schon irgendwie befremdlich so in meinem Kopf, weil, also... Es wurde jetzt aufgeteilt, um ein höheres Volumen einfach oder mehr, genau. Mehr in kürzerer Zeit zu machen. Genau. Aber das Geld bleibt das Gleiche. Das ist das ganz Verrückte an der ganzen Sache. Oder halbiert sich.
Meine ich ja. Also, ja, genau, so die, der ja, Topf also ist nicht genau, größer der geworden. Der Topf ist nicht größer geworden, genau. Das ist halt auch so ein Ding, so ein Thema. So. Da muss man halt auch gucken, da jetzt die Produzenten immer jünger werden, ist, wie er gesagt hat, immer unkomplizierter und günstiger wird zu produzieren, immer so eine kleinere Hürde, sich Produzent zu nennen. Und du kannst dir Sample Packs runterladen, kannst dir aber auch Drum Loops runterladen, Hi-Hat Loops, A-Hat Loops. Du brauchst eigentlich gar nicht wirklich Beats machen, um ein Beat zu machen heutzutage. Nicht alle Produzenten, die wenigsten arbeiten wahrscheinlich so, aber es gibt bestimmt Leute, die so arbeiten. Also du kannst es theoretisch machen. Theoretisch. So. Ob es jetzt geil wird, ist eine andere Frage. Genau. Einfach nur, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, dadurch muss man halt aufpassen, was uns auffällt immer wieder, was auch im Internet oft thematisiert wird, ist, dass es eine super hohe Bereitschaft gibt, Beats für einen super niedrigen Preis wegzugeben. Oder für gar keinen Preis. Ja. Das ist halt auch ein bisschen so diese Type-Beat-Generation, glaube ich auch, oder? Ja und nein. Also es gibt auch halt auch viele Produzenten, die der Meinung sind, durch so Beats weitergeben for free, landet man halt krasse Kontakte. Oder also, aber das ist irgendwie voll der Denkfehler, weil wenn du irgendwie ein Beat playst mit einem Künstler, der eh schon irgendwie Rang und Namen hat und vielleicht auch gut streamt, dann wird er auch das Geld haben, dich für den Beat zu bezahlen. Es muss jetzt keine Unsumme sein, aber du hast ja irgendwo eine Leistung erbracht, an der sich der Künstler bereichert, und zwar über längeren Zeitraum. Also warum sollst du da nicht was für kriegen? So? Sei es eine Einmalzahlung, sei es irgendwelche Anteile. Mit GEMA braucht mir gar keiner mehr kommen. Wenn mir jemand sagt, ja, du kriegst GEMA, ja, natürlich kriege ich GEMA. Das ist gesetzlich geregelt. Ja, so. Also das kann mir auch keiner wegnehmen. Ja. So. Und der Künstler kriegt ja auch GEMA. Ja, so, das GEMA ist totaler Schwachsinn. Ja. Deswegen, und das ist ein bisschen das große Problem, was ich halt in diesem Wandel sehe, so, dass man einfach, dass das Volumen an Beats immer höher wird, also dass man einfach überall Beats kriegt. Man wird gefühlt von links und rechts zugedröhnt mit Beats. Sogar ich als Produzent krieg irgendwelche Beats geschickt von irgendwelchen Produzenten. Ich schwöre, ich krieg täglich E-Mails von Leuten, die mir nicht Beats mal folgen schicken. Auch. Das ist total verrückt. Und die schicken dir dann so einen Ordner, der heißt Beats März. Ja. Beats März 2. Ja. Ich so, Bro. Genau. Erstens habe ich dich nicht nachgefragt. Ohne Introduction Text. Ja, voll. Dieser Ordner einfach der Dropbox. Zweitens, wie viele haben diesen Ordner jetzt gekriegt? Ich schwöre. Beats März. Ja. Was soll ich damit? Dann heißen die Beats 1, 2, 3, 4. Ja, Killer, Digga. Ohne nix, ohne Namen, BPM, nix. Und am besten sind auch die, die einfach eine E-Mail schicken und nicht mal irgendeinen Kontaktdaten da lassen. Ach, egal. Auf jeden Fall, ja, es wird, und die Rapper nutzen das leider halt auch aus, viel, weil die wissen, okay, der macht mir Beats für 100 Euro. So, wenn er nicht will, finde ich immer anders. Da muss ich auch sagen, meine Rap-Kollegen, so geht das nicht weiter, bezahlt die Produzenten richtig. Also, ja, es kommt halt auch immer auf die Größe des Rappers an. Ne? Also, wenn du jetzt ein Rapper bist, der nicht krass streamt, dann ist vielleicht 100 Euro für ein Beat total gerechtfertigt. Genau, klar, aber das ist immer ein Verhältnis. Gleich, dass du projektbasiert oder so. Genau. Sag, okay, ey, so schön langfristig mit dir zusammenarbeiten, lass man doch. Genau, aber also, macht Deals, macht faire Deals. Genau, aber es ist halt, es wird halt immer schwieriger in dieser Zeit, so seinen Preis irgendwie durchzusetzen oder seinen Wert zu rechtfertigen, wenn es halt so viele andere Leute gibt, die es für viel weniger machen. Und dann halt irgendwie den Leuten klarzumachen, dass du ja auch, also vor allen Dingen, wenn man so Sessions macht oder so, dass man da auch irgendwie einen Mehrwert bringt, weil man einfach seinen Input auch reingibt und nicht einfach nur ein Beat abschickt, sondern auch aufnimmt, arrangiert. Ja, von der Scratch, du sagst ja dann. Ja, sowas, so, ne? Und da gehört der viel mehr dazu, als einfach nur ein Beat zu bauen. Ja. So, und das gerade verstehen. Auch so ein Thema wie Arrangement und sowas, genau, ist immer wichtig, weil das sind eigentlich so die kleinen Dinger, die dann im Endeffekt den Sound ausmachen. So, ich meine, das ist ja eine Pause. Okay, genau. Nice. Früher war das ein separater Job, ne? Es gab einen Arrangeur. Das ist total irre. Es gab einen Produzenten, Vocal Producer, Recording Engineer, Arrangeur. Das macht jetzt alles der Produzent. Ja. Und er macht 5 Jobs und kriegt aber einen bezahlt, und zwar ganz schlecht. Ist doch bescheuert. Ja, ist doch total geschissen. Richtig schlecht bezahlt. Ja. Und das muss ich sagen, halt, klar, die Rapper nutzen es aus. Normal Leute, die in der Machtposition sind, so, finde ich natürlich auch nicht korrekt. Und an die Produzenten muss man sagen, führt dieses Gespräch mit den Künstlern, mit denen ihr arbeitet. Das ist einfach viel Arbeit. Mir tut euch keinen Gefallen. Am Ende des Tages, auf kurz oder lang. Weil, wie viele Produzenten könnten nicht davon leben und werden auch nie davon leben können, egal wie viele Placements sie machen. Das muss man sich mal vor Augen halten. So, der Durchschnittsproduzent gibt seinen Beats heutzutage für 200 Euro weg. Wie viele Placements willst du machen im Jahr, dass du davon leben kannst? So viel kannst du gar nicht placen, weil so viele Leute zahlen gar nicht für Beats in deinem Land. Weißt du? Mhm. So. Und
Weißt du, wenn du 10 Beats im Monat platzierst, ist schon viel, bis zu 120 Beats im Jahr. Weißt du, ist schon sau viel. Platzier mal so viele Beats in einem Jahr, 120 Beats, Quatsch. Total. Und dann hast du, wie viel gemacht? 24.000 vor Steuern? Ich bitte dich. Weißt du, was ich meine? Also, da muss man auch halt einfach, wie gesagt habt, Deals finden, die Sinn machen. Ob man sagt, ey, guck mal, so und so, Vorauszahlung, okay, aber dann kriege ich halt 30% Punkte. Ist viel, aber ich habe ja sonst nichts davon, so am Ende des Tages. Und viele Produzenten sieht man auch auswandern. So, man sieht, dass die richtig, also viele heftige Produzenten arbeiten mit Amis jetzt. Die arbeiten gar nicht mehr mit. Weil da das Mindset anders ist quasi. Die Budgets sind größer. Mhm. Auch wenn die dich sogar rippen. Ja, genau. Also das Game ist wahrscheinlich trotzdem das gleiche. Ein paar tausend Dollar. Ja, genau. Also wenn du dich hier rippen lässt, ein paar hundert, genau, dann kriegst du ein paar tausend. Obwohl eigentlich ein Low-Budget-Beat 15.000, dann kriegst du halt 3.000. Der denkt sich, boah, ich habe den gerippt. Und du denkst, ja, okay, besser als wenn ich hier was gemacht habe. Du hast eben das Ami-Thema angesprochen, dass quasi auch die Producer so ein bisschen auswandern. Ich habe bei Trap or Die immer mitbekommen, oder ich meine, jeder hat das mitbekommen, dass ihr immer heftige Ami-Artists schon so on the early stage einfach auf die Partys geholt habt. Yeah. Made in TYO, Juice WRLD, Rich the Kid, Ski Mask, Rich Pablo, Killy. Ja. Was war mit Lumosi? War der auch bei uns oder war der nur nee, so? Nee, der war nur. Ja, den waren wir aber auch im Studio. Ja. Wir waren auch mit, wie heißt der, aus New York nochmal? Z-Money war ich da mit dabei. Hey Boogie with the Hoodie waren wir. Hey Boogie with the Hoodie waren wir auch im Studio, ja, Mann. So Z-Money hatten wir auch da, Chapo hatten wir auch da. Okay. Also, Ski Mask hatten wir schon genannt. Ne? Ski Magella. Also sehr, sehr, ja, viele sehr, sehr viele Leute, die ja dann da aber, wie gesagt, noch so ein bisschen Early Stage waren. Wie ist da überhaupt die Connection entstanden? Und dann das Geile daran auch immer, ich habe es halt oft mitbekommen, dass die quasi auf einer Trap or Die aufgetreten sind und dann am nächsten Tag oder noch vor der Party irgendwie noch im Studio mit abgegangen haben. Ja. Und ihr dann einfach auch diesen Ami-Kontakt da hattet und dann unter anderem natürlich auch mit den Producern von den Jungs, den DJs von den Jungs connected habt, die ja dann auch maßgeblich so für den Sound von denjenigen verantwortlich sind. So, woher kam dann auch der Trust von den Amis, dass die gesagt haben so, ey, cool, wir kommen jetzt hier nicht nur hin und cashen die Gage ein, sondern wir haben auch Bock mit den Jungs noch so behind the scenes weiterzuarbeiten und Kontakte zu knüpfen und wir checken, dass da gerade in Deutschland was Interessantes passiert, was wir selbst als Amis feiern können. So. Ja. Weil wir halt coole Jungs sind. Das, Facts auf jeden Fall. Nein, aber Facts. Nein, aber also wir sind ja auch nie so als, also es kommt halt immer auch drauf an, wie man so Leuten begegnet. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt wie ein riesen Fan irgendwie rüberkommst und sagst, hey Mann, ich feiere das voll, lass mal Fotos machen und so. Natürlich, dann ist da kein Vertrauen da. So. Aber wenn du halt jemandem einfach auf Augenhöhe begegnest und sagst, ey, voll cool, dass du da bist, ich freue mich auf die Show, dies, das, bla, 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 dann fällt es auch irgendwann einem viel leichter, im Verlaufe des Kennenlernens, sage ich mal, danach zu fragen, ob man vielleicht nicht mal auch eine Session machen möchte. So. Ja. Genau. Ja, und wir haben, wie du selber gesagt hast, viele ja auch früh gebucht. Genau. Das heißt, für die war es eh so wie in Deutschland, Berlin, eine Show. Genau. Oder ja, es war für viele wahrscheinlich der erste Auftritt in Deutschland. Genau, und die waren so, okay. Und dann haben die halt uns kennengelernt, gesehen, wir sind Macher, machen alles selber, machen diese riesen Party. Oftmals war es auch nach der Party dann so, dass die schockiert waren von der Party, wie viele riesig, Leute da wie viel. Waren, ja. So. Das ist halt auch, glaube ich, anders als immer diese Ami-Partys. Ne? Und die haben alle gesagt, sowas gibt's da nicht. Nee. War für uns auch ein Schocker. Total irre. Wir dachten, hä, das kommt doch von da. Ja. Aber die meinten, nee, sowas gibt's nicht. Hat damit zu tun, dass da feiern erst ab später, ab 21 und das ist ja auch eher posch so im Club und so. Genau. Und da ist auch, glaube ich, viel mit DJ-Hosting und genau, unterbrechen genau. Und aber Quatsch kurz und dann ist auch erst so. Ab um zwei, also da ist auch ab um zwei Schluss. Das ist total crazy. Dieses Nightlife. Motion, dieses Nightlife ist komplett anders. Und dann, als sie gesehen haben, wie heftig die Partys sind, dann hatten die auch Vertrauen, waren so, okay, das sind heftige Leute, mit denen ich bin, so. Und außerdem hatten und haben wir ja auch Zahlen vorzuweisen, größere zum Teil als die Amis, die zu Gast waren zu dem Zeitpunkt, so. Und dann waren die so, hey, klar, warum nicht, so, das machen. Ja. So, oder teilweise hatten wir jemanden aus den Staaten, der sozusagen vouchen konnte und sagen konnte, okay, die sind cool. So Leute von dir hier, Cabron Cartel, CB Mix. Achso, ja, zum Beispiel. Ogun, ja. Ogun. CB Mix von Lil Genau, Lil wir Pump waren auch, ne? Bei Lil Pump lustigerweise. Vor 2 Jahren oder so haben wir mit dem connected, als er in Berlin war. Und haben ihm so ein bisschen hier Sachen geklärt in Berlin. Und da sind auch was paar, man so erklärt, man. Rapper in Berlin. Ja, so ein bisschen leckeres Essen und ein paar Freundinnen. Ja, aber nee, genau, da sind auch ein paar Sachen entstanden, die jetzt irgendwie nicht, also die gibt's, aber die sind noch nicht draußen. Deswegen. Ja, wir warten geduldig drauf. Genau. Auch wenn er jetzt sich als Trump-Wähler geoutet hat. Aber egal.
Wir waren auch kurz mit ihm feiern, das war Fashion. Ja, es war sehr crazy. Da hat auch irgendwann im Backstage so ein Kühlschrank gebrannt. Ja, yeah. Und dann wollten wir da raus. Das ist die verrückteste Story. Das war eine Fashion Week Party und ich war Backstage mit der ganzen Clique von Lil Pump. Und wie ich gerade meinte, der Kühlschrank hat dann angefangen zu brennen oder was weiß ich, richtig crazy, habe ich noch nie erlebt. Und dann sind wir ganz schnell raus aus dem Club. Es war irgendwo Kreuzberg, neben Moritzplatz. Ich glaube so irgendwo KitKat die Ecke da. Aber nicht im KitKat. Ja, so Off-Location für Dinge. Irgendwie sowas. Ja, Fashion Week Off-Location. Ja. Genau. Und ich gehe raus, wir gehen alle in Taxis und ich war so mit CB Mix einer der letzten, der so ins Taxi gestiegen ist. Und auf einmal, so ein Typ steht neben mir vor der Tür und sagt, oh mein Gott! Ich hab ihn gesehen! Es ist XXXTentacion! Und ich dachte so, hä? Ist so dumm, Junge? Und ich glaube auch zu dem Zeitpunkt war er gerade gestorben oder so. Weiß ich gar nicht. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war so ein ganz harter Cringe-Moment. Ja. Alles das war die Story. Ja, super netter Junge, der. Total, richtig Killer. Also, okay. Ja. Total, also richtig zuvorkommend. Also so. Richtig höflich auch und so. Anders als andere. Voll. Also man hat auch schon, man hat auch negative Erfahrungen gemacht. Man, ich schwöre, oder? Das ist egal. Ist ja. Geil. Ja, gab auch viele Leute, die hat man sich am Ende gedacht, warum hat man den nicht einfach auf die Schnauze gehauen? Was wollen die hier machen? Irgendwann, er sagt, what does Schwanz mean? Cost by the no germ. What does Schwanz mean? Why you say my name? Dick. You're dick, man. Which is a kid. Yes. Mm. Kein Fitner, meinst du? Sorry, sorry. Cut. Alles gut, Bruder. Da schieß, wohin du schießen willst. Aber nee, zum Beispiel Ski-Mask war auch super nett. Ja, Mann. Der war auch richtig Killer. Bei diesen Asiaten und so. Der war wie ein Homie, einfach am Chillen, Buffen. War auch ein paar Songs aufgenommen. Ja, so. Mann. Bomben Typ. Der war der mit Scheme da? Der mit DJ, ja, genau. Der war auch super. Ja. Übertrieben korrekter Typ. Ich habe den auf dem Hype-Festival kennengelernt. Ja. Die sind zu chillig. Er war übernett, ja, Mann. Also irgendwie auch so die Leute, die so mehr so in sonnigen Orten abhängen, sind voll chill so. Die Florida, Florida immer ein bisschen so druckiger. Die Florida, LA-Leute waren immer ein bisschen chilliger drauf. Ja, Mann. Voll. Was wäre eure Destination, wenn ihr sagt, ey, Broke Boys moving to USA? Oh, ich glaube, da würden wir einfach alle Stationen abklappern. Ja, ja, ja. Also definitiv Atlanta, Chicago, Florida, LA, New York, alles was es gibt. Ihr wart aber auch mal in Kalifornien für eine längere Zeit, ne? Ich glaube, da ist auch Marvin mal dann zu euch gekommen. 20 Tage ungefähr. Yeah. Okay, ja. Aber da war doch, glaube ich, auch irgendwie rein, raus, wieder gemietet und Rapper rein, rausgegangen. Und so. Ey, wir hatten jeden Tag da Besuch da. Shoutout Ramos. Ja, Mann. Der hat auf jeden Fall, das, der Big Homie, der hat da immer Gäste hingeholt. Mhm. Wir hatten Leute von YG da, wir hatten irgendwelche heftigen Writer da, wir hatten auch so einen Country-Sänger da. Citizen Coke. Mann! Citizen Coke. Der hat auf ein Trap-Beat was aufgenommen. Es war zum Schießen. Aber weißt du, was ich dann gedacht habe? Er hat so Post Malone-mäßig probiert. Und Ramos hat doch Post Malone entdeckt auch. Ja. Also hat sich Ramos bestimmt gedacht, ey. Ich mach jetzt genau das so, gleiche. So, was auch immer, probieren wir es. Und dieser Citizen Coke ist auch relativ groß. Ja, ja, voll. Also, der hat auch so Songs mit 60 Millionen Streams und so. Die Stars. Wir waren sogar unwissentlich in einer Session mit dem Songwriter von Justin Bieber. Ja, Mann, mit Bloodpop. Bloodpop, ja. Das war zu der Zeit von Sorry und Sorry, genau. Wo dieser Hit riesengroß war, ne? Und er, der das geschrieben hat, produziert hat, er war einfach da, ne? Und wir dachten, er wäre der Studiotechniker. Er hat sich auch nicht vorgestellt. Also irgendwie waren wir in so einer Session. Und zwar eins der allerkrassesten Studios in L.A. Und das Pult hat nicht funktioniert. Wir konnten da keinen Ton rauskriegen. Und wir waren da wegen Lil Debbie. Genau, wir waren mit Lil Debbie im Studio. Rapperin. Und ihr Management halt, genau. Und auf einmal kommt dann dieser Junge da rein. Und er gibt uns allen die Hand und so. Sehr netter Typ. Und man dachte halt, es wäre so der... Genau, repariert so das Mischpult. Und man dachte halt, es ist einfach der Studio-Engineer, also so der Studiotechniker. Dann sagt auf einmal dieser Manager, play something you would play for Rihanna. Und wir denken so, okay, wir haben jetzt diese Trapperin hier, wir sollen also so trappige Rihanna-Beats spielen. Ja. Dann haben wir so versucht, so unsere Hybrid-Beats, so poppige Trap-Beats zu spielen. Aber und das war nicht das, was die einmal Rap-Beats singt, fängt so dieser Typ an zu Topline, so singt so. Für also, sich so. Und ich guck so die Jungs an und ich denk mir, was macht dieser Schwanz da? Was soll das? Und dann einfach ein paar Minuten später, die waren alle am Handy so, haben sich so hin und her geschrieben, sagt so dieser Manager-Typ, okay, you come back tomorrow. Das heißt in L.A. Okay, genau. Und das heißt so in L.A., verpiss dich, Mann. Ja. Hau einfach ab. So.
sind wir abgehauen. Westlake Studios. Genau, Westlake Studios. Dann sind wir abgehauen, sind wieder in die Villa, dies, das. Und so in dem, man wusste auch noch nicht so, was dieser ganze LA-Jargon, wie man das so einzuordnen hat. Wir waren der Meinung, wir kommen morgen einfach wieder. So Beats gemacht, dies, das. Irgendwie bin ich auf Instagram und krieg eine Instagram-Werbung von Bloodpop. Und ich fand den Namen voll interessant und die Werbung, dies, das. Und gehst so auf das Profil, ist einfach der Studiotechniker. Der kein Studiotechniker war. Sondern einer der krassen Writer zu der Zeit. Und ich werd richtig blass. Ich gehe so zu den Jungs und sag so, ey, guck mal. Ja, das war echt... Das war unsere... Das war scheiße. Hollywood, unser Hollywood-Moment. Über scheiße. So, aber das egal. War zu crazy, ja. Habt ihr sonst noch eine Story irgendwie, wo du sagst so, ey... Viele Sachen. Wir waren auch irgendwie im Poppies. Das ist so ein bisschen der angesagteste Club in L.A., und sind dann nach einer halben Stunde rausgeschmissen worden, weil die Credit Card, mit der wir da reingekommen sind, wurde nicht angenommen. War aber nicht unsere. War nicht unsere. Und wir haben da so, keine Ahnung, Lil Jon und so gesehen, total crazy, einfach hautnah. Und der ist einfach wirklich so 1,40 groß oder so, total irre. Warren G hat gehostet. Ja, Mann, das war zu krass. Greeny hat irgendeine Schauspielerin. Ich hab mich mitnominiert. Oh mein Gott. Wir haben so Tisch gekriegt direkt vorne. Ja. Tisch heißt. Tische waren so. Tisch war so ist sowas und das haben wir uns geteilt mit vier Parteien. Ja, okay. Kostet aber 1,2 oder so. Ja. Ne? Nur, dass du ran 1,5 darfst. 1,5 kostet, ne? Das ist ein Glasabständer. Ja, genau. Dann waren wir da und dann waren da halt nur natürlich so Hollywood-Leute. Und da so eine Schauspielerin, die kennt man auch aus so. Egal, man kennt die. Ich kam mir halt voll bekannt vor. Und ich sag so. Voll dumm, die denkt, ich bin irgendein Fan-Creep. Ich war so, do I know you from somewhere? Und so. Und in ja, Hollywood. Natürlich kennst du die von irgendwo her. So, hat sich so umgedreht und weg. Ich so, okay. Weißt du, ja. Dann hat uns einfach nach einer halben Stunde dieser fette Security gesucht, ein Riesenochse, sowas hat man noch nicht gesehen, rausgezerrt. Ja, wir haben nichts verstanden, irgendwann meinte er, ja, kennt ihr your credit card, wo ist die Client, aber also, es war nicht unsere, wir waren mit einer anderen Person da noch drin. Da sind wir zu Crazy Girls gegangen, genau. Strip-Line. War witzig. War auch cool. Ja. War chillig. Oder wer weiß ich, wer schon mal in L.A. war, oder in Hollywood und in L.A. halt war, der oder... der weiß wahrscheinlich so, wenn man da, wie heißt die Straße nochmal, Melrose, Fairfax, diese Straßen und diese ganzen Shops. Ja. Also wir haben so zum Beispiel Tyler gesehen, ein paar Rapper einfach da gesehen. So Made in Tokyo haben wir da kennengelernt. Made in Tokyo haben wir da kennengelernt. Und das ist da so witzig, weil das ist dann einfach so die Leute, die du auf YouTube siehst, die chillen da einfach. Ja, ist total irre. Kannst sie anquatschen, so hey, ja, ey, Made in Tokyo war voll gesprächig, so direkt Nummer gegeben, ausgetauscht, ja. Sein DJ war noch da, den haben wir dann auch gebucht, den J-Mac. Mhm. So, sogar halt dann nochmal im Kontext mit ihm zusammen und ja. So. Okay. Und das war cool, man, einfach so, war für mich auch voll inspirierend, oder ich glaube für uns alle einfach in dem Moment zu sehen, so, das ist in Reichweite, das ist nicht so ein wilder Traum, der so irgendwo ja. In der Fantasie ist. Das sind Leute wie du und ich, die laufen halt da auf dieser Planethälfte rum. So. Muss halt einfach nur vor Ort sein. Ja, genau. Ja. Aber ist das ein Ding, wo ihr mal drüber nachdenkt, vielleicht auch mal irgendwann, wie ihr es eben gesagt habt, einfach mal rüber zu gehen? Safe, weil also euer Sound da vielleicht auch mehr appreciated und verstanden will? Also wäre Corona letztes Jahr nicht gewesen, ich hatte ja schon fest damit geplant, ich habe schon ganz viele Ami-Kontakte und so angehauen gehabt und wollte wissen, so wer wann wo ist, damit man so ein bisschen planen kann. Ich habe auch schon ein paar anderen Leuten Bescheid gesagt, dass man dahin will, dass man einfach so ein bisschen als größere Gruppe dahin geht, weil je mehr Leute da sind, desto mehr passiert Safe, erstens, weil jeder ja irgendwo rumwuselt, zweitens kannst du da auch länger in einer geileren Wohnsituationen bleiben, ne? Weil wenn mehr Leute sich zum Beispiel eine Villa teilen, dann logisch, zahlst du halt nicht so viel als Einzelner, so eine Sachen. Und wenn man dann halt so 2, 3, 4, 5 Monate vielleicht da ist, dann wird da schon safe was passieren. So. Ja. Aber dann kam ja leider Corona und bis heute ist man halt hier irgendwie, sag ich mal, gefangen in Deutschland. Aber dafür machst du trotzdem nice Projekte gerade, das stimmt. Ja, man. Also hat da was Gutes. Genau, auf jeden Fall. Ja. So sieht's aus. Ansonsten, was, wenn wir gerade über aktuelle Projekte reden, 6ix9ine Goons bist du gerade mit am Start. Auch die sind jetzt schon wieder an was Neuem dran. Da ist Greeny jetzt auch mehr mit involviert, hat er gerade eben gesagt. Ja, ist noch nicht so spruchreif. Genau, okay. Ist noch nicht so spruchreif, aber man ist auf jeden Ansonsten Fall im Studio fleißig. Seid ihr mit einer Sache aber auch schon fertig? Da quatschen wir aber nachher nochmal vereinzelt drüber.
Was steht sonst noch so an? Du machst ja auch jetzt viel, wir haben jetzt gerade die ganze Zeit über hier euren Dunstkreis geredet, du hast bist Platinum gegangen. Genau, wir so? Beide sogar. Also ja. Platinum, genau. Wir beide, ja. Aber ja, in Polen. Ja, das war sehr witzig eigentlich. Dass also Platinum genau. Producer jetzt. Wir haben nämlich lustigerweise über unseren guten Freund Igor, der auch Trap or Die zusammen macht. Shoutout Igor. Bitte. Shoutout Igor. Einfach einen der größten Rapper in Polen kennengelernt. Also total irre. Soku heißt der. Und der ist so ein bisschen vom Status her so ein bisschen der Sido aus Polen. So, also der Sido für Polen, sage ich mal. Schon ganz lange dabei und halt riesengroßer Künstler. Und der hat irgendwie mal aus einem Beatpaket, was man ihm geschickt hat, einen Beat gepickt. Der ist auf seinem Album gelandet und sein Album hat sich sage und schreibe 80.000 Mal physisch verkauft. Krass. In zur heutigen Zeit. Polen. Das ist auch noch viel. Ne? Ist ist, also physisch vor allen Dingen. Ja, ne? Crazy. In ganz Polen. Ich habe kein Zuhause. So. Ja, natürlich nicht. Nein, also nicht nur von ihm. Nee, ja, voll. Aber also heutzutage, das Mal was gekauft. Ja, genau, meine ich ja. Genau. Ja. Heutzutage hat man sowas halt nicht mehr. Außer wenn man sich halt Boxen bestellt und so. Wer das macht. Also natürlich als DJ alles legal runtergeladen. So, natürlich, ja, iTunes. Ja, ja, genau. Ja. Na, wie auch immer. Und irgendwie haben wir dann so ein paar Monate später, nachdem dieser ganze Papierkram und alles so durch war und man halt ne, alles abgegeben hatte, so eine Nachricht gekriegt und da stand drin, wenn ihr wollt, könnt ihr nach Polen kommen zu dem Konzert von ihm und da kriegt ihr dann eure Platinplatte überreicht. Ja, war voll geil, Mann, war übergeil. Und dann sind wir da hingefahren einfach, zu dritt, mit Igor halt, also Green, Igor, ich. Und haben da gechillt und wurden dann halt wirklich aufs Konzert eingeladen, sind dann auf die Bühne sogar gekommen. Auf der Bühne wurde uns die Platte überreicht vor 7000 Leuten oder so. Total irre. Alles irgendwelche Polen. Es war ganz absurd. Also es war richtig geil, aber es war voll absurd. Also bevor die Nachricht kam, war ich bewusst, was dieses Album für ein... Nee, gar nicht. Also es war einfach nur irgendein Beat, den man verkauft hat an einen größeren Rapper in Polen. Aber es war nie, also einfach... Platin ist schon irre, ne? So aus dem Nichts. Und dann, ja, hat man halt mit dem gefeiert. Der war auch ein richtig, also er ist auch ein super netter Typ. Ich habe ihn auch, er hatte hier einen Auftritt in Berlin. Das war 2019, glaube ich, Ende 2019. Da habe ich ihn nochmal besucht. Und er ist ein super, super korrekter Typ. Will auch weiterhin mit uns arbeiten und so. Und ja, genau, man hat dann so ein bisschen die Zeit mit ihm verbracht. Ja. Und gefeiert. Ja, voll. Und dope. Total. Ansonsten haben wir noch, ich habe hier ganz viele Namen noch aus der Deutschrap-Szene, für die du schon gearbeitet hast. Na los. Soll ich Name-Dropping machen? Ich weiß nicht. Nein, aber allgemein, wie ist das bei dir? Wie kommen so die Connections? Und ich glaube auch, was dich ja nochmal auch ausmacht, wenn ich das jetzt nicht falsch irgendwie ausdrücke, aber Beats by A und auch Green natürlich nicht nur Producer, sondern auch ganz wichtig, dass du halt auch im Endeffekt dann Mixed Mastering machst. Ich nicht, das macht nur. Genau, das mache ich, genau. Ja, aber ja, das ist auch sehr wichtig, darüber kommen auch viele Sachen. Genau, das ist nämlich so ein Ding, ne, weil viele so, wir haben eben darüber geredet, es gibt sehr, sehr viele Producer, aber wenn es dann ans Eingemachte geht, Mixed Mastering ist, glaube ich, eine Sache, wo viele sagen so, voll. Ey, yo, so, da muss ich doch jetzt mal abgeben, so, ne? Genau. Ja, das ist auf jeden Fall so ein extra Skill, sage ich mal, der einem ganz gut in die Karten spielt bei sowas, ne? Weil man, also ich würde sogar sagen, das Portfolio, was ich gemixt habe, ist sogar von den Namen her sogar hochkarätiger als das, was ich bis jetzt produziert habe. Aber es liegt einfach daran, dass ganz viele Leute Features machen und dies und das. Und als Mixing Engineer kann man sich viel besser so in Sachen reinmogeln als Produzent. So. Und dadurch kommen halt wirklich viele Connections, aber auch durchs Auflegen. Also wenn man halt in vielen Städten unterwegs ist, lernt man halt auch zwangsläufig viele Leute kennen. Safe. Und ja, dadurch kann man halt ganz gut connecten. Das ist jetzt leider durch Corona weggefallen, aber das ist jetzt gar nicht so schlimm, weil in Berlin läuft genug ab, dass wir ganz gut ausgelastet sind, sage ich mal. Ja, aber genau, diese Mixing-Mastering-Sache ist nach wie vor ein sehr, sehr guter Skill, hat man schon sehr viele Sachen. Das ist aber auch ein Skill, der nochmal, glaube ich, deutlich schwieriger ist, als zu produzieren, oder? Ist ein viel technischerer Skill. Also es ist auch, ich würde sagen, produzieren ist in erster Linie eine künstlerische Leistung. Ja. Und dieses Mixen und Aufnehmen, Mastern, alles so eine Sachen, das ist mehr eine Dienstleistung. Deswegen, ich finde halt schwierig, deswegen bin ich auch froh, dass ich das mache, weil wenn ich mich nur aufs Produzieren konzentrieren würde, dann würde, glaube ich, so die Wertigkeit meiner Arbeit irgendwie im Ermessen anderer liegen.
Und bei einer Dienstleistung kannst du viel einfacher einen Preis nennen und Leute sagen dann, okay, das zahle ich. Ja. Anstatt irgendwie mit einem Künstler auszuklamüsern, okay, der Beat ist jetzt so und so viel wert, weil ich so und so viel gemacht habe und bla bla bla, weißt du, da, so das du, ist ein ganz anderer Kopf, so, ja, weißt du, deswegen. Oder weil du zwei Standbeine hast, hast du wahrscheinlich auch oft das Privileg zu sagen, so, ey, genau, ich muss ich nicht produzieren. Den Beat produziere ich nicht, kein Bock, genau, so feiere ich nicht. Ich genau. Fährst du halt zwei. Da zwei bin ich halt ganz froh drüber, ja, auf jeden Fall. Geil. Ja, und das Trap or Die Ding, ich meine, da haben wir jetzt eh schon drüber gesprochen, aber das ist natürlich, das hilft ja sowieso in allem irgendwie, weil ihr habt die Rapper zu Gast, wie ihr gerade gesagt habt, die Youngins haben schon bei euch gefeiert, genau, die Kids sind auf die Trap-Schiene irgendwie gekommen und da ist natürlich zum Connection knüpfen und so, ich kenne das ja selber, ist das auf jeden Fall ein nice Game gewesen. Wizard. Ansonsten, wenn wir schon über dieses ganze Producer-Ding reden und so, was sind denn so eure drei Tipps an kommende Producer? Wir haben auf jeden Fall als erstes gelernt, get your back, so, mach keinen Scheiß und sieh auf jeden Fall zu, dass du... Da sollte man auf jeden Fall jetzt irgendein krasse, so eine Einblendung oder sowas, okay, reinmachen. Was willst du haben? Wir ballern so ein Meme rein. Get your back, einfach so ein fettes, okay, wie so ein Schild, so BAM, get your back. Ist ganz wichtig, also verkauft euch nicht unter Wert. Kennt euren Wert und ja, keine Ahnung, schätzt das auch immer ganz gut. Also ihr sollt auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie 2000 Euro für ein Beat nehmen bei einem Rapper, der ein paar Follower auf Songs hat. Beziehungsweise auch bei dem Status, wo man dann aktuell startet. So als natürlich, also jeder fängt klein an, aber man sollte das auf jeden Fall immer, also ihr leistet oder ihr macht eine, ihr erbringt eine Leistung, die auf jeden Fall vergütet werden muss, so, weil sich andere Leute daran bereichern. So, das ist eine ganz klare Sache. Okay, get your back. Auf jeden Fall. Ja, das zweite wäre für mich, glaube ich, bildet euch weiter. Also bleibt nicht stehen, verlasst euch auch nicht zu sehr auf andere. Also zum Beispiel dieses, es ist nie schlecht, irgendwie zu wissen, wie man ein geiles Sample macht, so, weißt du? Also nur Drums machen ist auch cool, aber da bist du immer auf andere angewiesen. So, das ist, glaube ich, nicht so gut. Es kann auch, glaube ich, irgendwann zu Schwierigkeiten führen. Man weiß ja nie, also man kriegt ja oftmals so Samples von irgendwelchen Leuten zugespielt und man weiß nie, wie das so businesstechnisch mit Leuten verläuft. So, manchmal gibt es ja auch Leute, die wollen einfach absurd viel von irgendeinem Song haben, also gradmäßig, wo man sich denkt, okay, ich habe ja den Beat aber geplaced, ich habe den Beat gemacht, ich habe es auch aufgenommen, dies, das, so und... Genau, das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Also vielleicht einfach mal auch zusehen, dass man einen kompletten Beat vom Scratch hinkriegt und dass der auch geil klingt. So. Das wäre für mich ganz wichtig. Educate yourself. Genau. Ja, und spammt Leute zwar nicht, das wäre vielleicht das Dritte, aber Networking. Genau, Networking, ist, richtig. Ist, Networking. Das, was einen erfolgreichen Produzenten von einem guten, aber erfolglosen Produzenten wirklich auch unterscheidet. Okay. Heutzutage, wo jeder Beats macht, ist die Frage, wen erreichst du damit, wo kannst du die platzieren. Das heißt nicht, dass ihr jetzt über E-Mails rausstocken alles spammt. Hat für jemanden vielleicht mal funktioniert, aber im Regelfall ist es lästig. Lieber wirklich gucken, gute Beziehungen aufbauen. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Wenn du irgendwas übertrieben feierst, dann hast du ja auch irgendwo eine Energie dahinter und hast auch irgendwie den Drang, das jemandem mitzuteilen. Zum Beispiel, wenn jetzt... keine Ahnung, irgendein Rapper einen richtig geilen Song hat, dann liegt es doch voll nahe, dass ich dem schreibe, ey, ich feiere diesen Song übertrieben, gibt's irgendwas, was ich für dich tun kann? In meinem Fall wäre das dann wahrscheinlich so, kann ich einen Song für dich mixen? Vielleicht auch den ersten Mal for free, damit du mit meiner Arbeit vertraut wirst. Ich habe schon das und das gemacht. So. Oder, ja, es gibt immer irgendwas, was du irgendwie tun kannst und daraus entsteht dann irgendwo ein Mehrwert. Und vielleicht auch nicht den Rapper direkt anschreiben, sondern die Leute drumherum. Ich habe zum Beispiel damals in Chicago ganz viele Kameraleute angeschrieben und mit denen connected. Und die haben dann halt die Beats an ihre Kunden verteilt. So. Und dadurch bin ich halt an viele Connections rangekommen. DJs halt auch oft. Ne? DJs. Engineers in den USA sind oftmals im Studio. Der Rapper hat keine Ahnung, wo die Beats herkommen. Juckt die noch nicht. Der sagt einfach, ey, mach mal ein Beat rein. Genau. Der Rapper hat wahrscheinlich meistens noch gar nicht den Kopf darum, da mit Leuten noch zu connecten. Nee, also. Der will einfach jetzt hier ein Beat zum Rappen, zeig mal. War geil, lass den nehmen, ich geh rein. Dann. So, und wenn du dann einen coolen Draht hast zu dem Engineer, du weißt, okay, in dem Studio hängen die und die ab. Das kann viel hilfreicher sein. Und das ist auch sozusagen... der Punkt mit wenigstem Widerstand, weil der hat 2000 Follower oder 600. Genau. Der Rapper hat 6 Millionen, also 2 Millionen, keine Ahnung. Ja. Weißt du, aber du, der Produzent, der
Engineer, der mit ihm ins Studio geht, der hat vielleicht 1200 Follower. Weißt du? Und dann kommst du halt einfach an ihn ran, der reagiert dann auch mit der Nachricht. So, das sind die drei Sachen. Genau. Get your bag, educate yourself and stay, you know, genau. Experimenting und networking. Aber richtiges Networking, nicht so ein Rumgenerve. Ja, nicht spam. Ganz wichtig. Hm. Ja, und geht raus, checkt irgendwie, geht auf die Trapper Die. Da gibt es immer Rappers. Aber allgemein einfach so, ich habe auch immer das Gefühl, man muss erstmal so selber irgendwie mal so unterwegs gewesen sein, bevor man da auch viele Sachen versteht. Voll. Nicht immer so, man kann auch. Voll, nee. Aber voll. Ist, glaube ich, ganz gut. Also viele Wege führen nach Rom. Genau. Gibt ja auch Leute, die haben ihr Leben lang übers Internet connected und haben jetzt auf einmal irgendwelche Multiplatin-Songs in das Art. Alles möglich. Deswegen, glaube ich, spammen auch viele, weil die gehört haben. Der hat die E-Mail von dem rausgefunden und ihm jeden Tag Beats geschickt, bis dann was passiert ist. Mag vielleicht auch irgendwann mal funktioniert haben. Jeder von der Geschichte ist anders und wie in jedem Geschäft ist eine gute persönliche Beziehung zu einer Person das Mächtigste, anstatt dass du Spams landet in Spam guckst. Manche Leute, ich mache die so schon als Spam. Nicht gegen die Produzenten, vielleicht auch dope Beats dabei, aber irgendwann hast du nicht mehr diesen Nerv und dann bist du so übersättigt. Dann auch komplett unpersönlich halt. Also. Alright. Ja. Future Projects noch schnell als letztes. Irgendwas, was ihr noch droppen könnt, wollt, dürft. Also wir haben Sachen gemacht, die aber alle eher in der Hand der Künstler liegen, wo wir jetzt nicht unbedingt sagen können. Doch, eine Sache kann ich auf jeden Fall verraten, weil ich dieses Wort gefallen bin. Es kommt jetzt wir haben ein Placement auf dem neuen Nizi Caramel Tape. Das wurde jetzt announced vor ein paar Tagen. Nice. Das würde mir jetzt so als erstes einfallen. Ansonsten viele Sachen ja, wie du schon meintest, die jetzt in der Hand vieler Künstler liegt, wo man jetzt nicht viel drüber sagen kann. Natürlich jetzt, je nachdem wann es rauskommt, auch mein Album Karma, wo die erste Single jetzt schon erschienen sein dürfte. Wahrscheinlich, ja. Und wenn nicht, erscheint sie bald. Genau, wenn nicht, erscheint sie bald. Yeah, das ist das. Genau. Alles klar. We keep it moving. Wir machen auf jeden Fall. Werdet auf jeden Fall dann sehen. Killer. Danke, Jungs, dass es geklappt hat. Danke dir. War mir eine Ehre. Wie gesagt, wir kennen uns schon lange und ich bin sehr happy, dass ich euch endlich mal auf der Couch hier quasi jetzt habe. Nochmal Shoutouts an Flow Studios. Sehr, sehr nice Studios in Berlin. Checkt es auf jeden Fall ab. Wie gesagt, wir haben hier eben eine kleine Session gemacht. Wir fühlen uns hier sehr wohl, ne? Es ist ein bisschen Wohnzimmer-Atmosphäre. Ansonsten vergesst natürlich nicht hier erstmal den beiden Jungs auf Instagram zu folgen. Checkt auf jeden Fall Broke Boys aus, checkt Beats by A aus, checkt natürlich Greenie aus und alles, was da noch so kommt. Geht auf die Trapper Die, Leute, ganz wichtig. Und wenn es irgendwann wieder losgeht. Ansonsten, ihr kennt das Spiel, abonnieren, liken, followen, alles, was geht. Mein Name ist Beast, das ist hiphop.de. Wir sind hier in Berlin. Peace.